Wir meine ich in erster Linie die bundesdeutsche Exekutive, also die staatlichen Organisationen. Ich gehöre als Umweltdezernentin einer solchen Institution an und die Frage, die sich in diesem Augenblick stellt, ist die Frage des, was tun wir, wenn? Im Herbst 2015 suchte mich auch im Zuge der Fukushima und der Tschernobyl-Katastrophe Radio Bremen auf und fragte mich, was ich bezüglich des Rückbaus des 30 Kilometer entfernten AKWs Unterweser zu tun gedenke. Sie sehen das AKW in unmittelbarer Nähe an der Weser, 30 Kilometer von Bremerhaven entfernt. Ich sagte kurz und knapp nichts. So sei die Gesetzeslage. Dem folgte die provokante Frage, was ich denn zu tun gedenke, wenn ein Flugzeug in das AKW fliege und die Hülle der Kastoren zerbersten und massive Radioaktivität austrete. Meine Antwort war wieder nichts, denn ich bin nicht zuständig. Im Übrigen völlig klar, wenn 30 Kilometer südlich von Bremerhaven ein LKW in die Luft fliegt, dann benötige ich keine prophetischen Gaben, um mir den Ernstfall vorzustellen. Und dann kann das Umweltschutzamt auch nichts mehr tun, nur noch der Katastrophenschutz, die Feuerwehr, die Polizei und natürlich gegebenenfalls die Bundeswehr. Aber der Ernstfall, meine Damen und Herren, kann auch ganz anders aussehen. Der Ernstfall kann auch so aussehen, dass ein AKW in Europa havariert und eine Wolke mit West- oder Ostdrift über Bremerhaven zieht, beziehungsweise plötzlich ein womöglich kontaminiertes Schiff in den Bremerhavener Hafen einlaufen möchte. Was ist dann zu tun? Und ich habe diese Frage meinem Amtsleiter gestellt und er übergab mir lächelnd einen Leitsordner und eine Mappe. Darauf steht der Vermerk aus dem Jahre 1992, Routineprogramm. Das Wort machte mich nun etwas stutzig. Routine, wirklich? Nun, mit Routine sind Abläufe gemeint, die aufgrund des Strahlenschutzvorsorgegesetzes im Idealfall die Maßnahmen der Bürokratie wie Zahnräder ineinander greifen lassen, um die Bevölkerung vor den Auswirkungen der Strahlen zu schützen. Diese Maßnahmen möchte ich mit Ihnen heute betrachten und dabei die kritische Frage stellen, ob dieses Gesetz mit seinen Handlungsabläufen, das in jedem potenziell betroffenen Amt in einem solchen Ordner griffbereit in der Schublade liegt, beziehungsweise liegen sollte, und das die Amtsleiter im Notfall herausziehen, wirklich die empfindliche Regelungslücke schließt und ob diese Regelung, und nun sind wir wieder bei Tschernobyl und der Frage, wirklich einen Wendepunkt in der deutschen Umweltrechtspolitik darstellte. Dazu meine These. These 1, durch das Strahlenschutzvorsorgegesetz wurde nur vorgeblich eine empfindliche Regelungslücke geschlossen. Als Kernbestandteil wird bis heute eine klare Trennung in Bundes- und Länderaufgaben mit klaren Befehlsketten und Anweisungsempfehlungen proklamiert. Und These 2, das Strahlenschutzvorsorgegesetz kann als Wendepunkt in der Umweltgesetzgebung betrachtet werden, vor allen Dingen im Hinblick auf das sogenannte Expertenwissen. Im Zuge der Tschernobyl-Krise war deutlich geworden, dass das Expertenwissen zentralisiert und mehr noch demokratisiert werden musste, um bei der Bevölkerung die verloren gegangene Glaubwürdigkeit in staatliche Institutionen und in Handlungen wiederzuerlangen. Die geforderte Transparenz der Wissens- und Datenübermittlung von umweltrelevanten Daten findet heutzutage ihren Ausdruck im Umweltinformationsgesetz und dem Informationsfreiheitsgesetz. Um diese Fragen aber beantworten zu können, beziehungsweise die These belegen zu können, müssen wir uns zunächst die Situation auf der bundesdeutschen Verwaltungsebene nach dem Reaktorunfall vergegenwärtigen. Im Zuge der Havarie des Reaktors von Tschernobyl am Samstag, den 26.04.1986, wurde mit östlicher Windströmung radioaktiv belastende Luftmassen auch nach Westdeutschland getragen. Durch Fallout und Washout erfolgte eine großflächige Kontamination des gesamten Bundesgebietes.
Weder die politisch Verantwortlichen noch die diversen Landes- und Bundesverwaltungen waren auf einen derartigen Sachverhalt eingestellt und vorbereitet. Erschwerend kam hinzu, und nun wird es profan, dass aufgrund des verlängerten Wochenendes des 1. Mai eine sachgerechte Information der Bevölkerung unterblieb, beziehungsweise die verantwortlichen Stellen unbesetzt waren. Dies hatte wiederum zur Folge, dass die einzigen Ansprechpartner im ganzen Bundesgebiet nur die Polizei und die jeweiligen Feuerwehren waren und de facto mit Bürgeranfragen völlig überlastet waren. Und es wurden von ihnen Einsatzhandlungen verlangt, für die waren sie weder ausgebildet noch hinreichend ausgerüstet. Im gesamten Bundesgebiet herrschten völlig chaotische verwaltungsrechtliche Maßnahmen, und zwar auf den folgenden Ebenen: auf der Ebene der Organisation, der Information, der Messungen, der Messgeräte, des Personals und der weisungsgebundenen Tätigkeit der Sicherheitsbedürfnisse. Vorrangige Frage, die Bürgerfragen und die Verwaltung antwortet nicht. Dies äußerte sich vor allen Dingen darin, weil keine Ansprechpartner vor Ort waren, langes Wochenende, keine Führungsorganisation vorhanden war, Weisungen, Empfehlungen, Info, was ist das jetzt, was über den Fernsprecher kommt, eigenmächtige Tätigkeit der Landes-, Stadt- und Gemeindebehörden zu verzeichnen waren, unnötige Parallelaktionen, es liefen alle los und fingen an zu messen, unbrauchbare Messungen, Grenzwerte, Umrechnungen, Gerätetypen, Vergleichswerte, alles das existierte nicht, ungeeignete Messgeräte, dann eine große Publikumsbeteiligung. Wenn gemessen wurde, zum Beispiel auf Wochenmärkten, liefen gleich 100 Leute zusammen und wollten die Messergebnisse sehen, also mussten die Messungen abgebrochen werden. Fehlen einheitliche Aussagen, das heißt Behörde kontra private Institute, und keine Information der Bevölkerung, etwa mit Flyern oder mit einem entsprechenden Material. Das Ganze war also eine einzige große Katastrophe. Diese Bedingungen traten flächendeckend auf und es spielte dabei keine Rolle, meine Damen und Herren, welche Partei in welchem Bundesland regierte. In Bremen und Bremerhaven genauso wie in Bayern oder in Baden-Württemberg. Und bei Bremerhaven kommt noch dazu, aufgrund des exponierten Hafenstandortes, dass nicht nur Bodenkontaminationen zu verzeichnen waren, sondern auch radioaktive Verunreinigungen von einlaufenden Schiffen aus dem Ostseeraum. Das Maß an Ratlosigkeit zeigte sich, als der sowjetische Frachter Professor Nikolai Baranski am Samstag den 2.5. Kurs auf Bremen nahm. Die Besatzung des Schiffes, das sich am 26.04.1986 in Leningrad aufhielt, hatte vorsorglich bereits ab dem 28.04. das Schiff immer wieder mit Seewasser abgespült. Und als der Kapitän in die Wesermündung einlief, meldete er ordnungsgemäß eine mögliche Kontamination seines Schiffes. Diese Information wurde gar nicht weitergegeben. Also handelte kurzerhand der Hafenkapitän von Bremerhaven, das ist der höchste Kapitän in der Stadt Bremerhaven, und das Wasser- und Schifffahrtsamt. Sie informierten die Feuerwehr, die nunmehr in Amtshilfe für die Wasserschutzpolizei Messungen vornahm. Und dieses Prozedere gestaltete sich höchst problematisch, da die Feuerwehr zwar Geräte für die Gammastrahlung hatte, nicht aber für die Alpha- und Beta-Strahlung. Hinzu kam, dass es an Geräten für Messungen von Großflächenkontaminationen fehlte. Insgesamt war die Lage geprägt durch mangelnde Information durch die Landesbehörden, keine ausreichende Kommunikation zwischen den Behörden, keineswegs ausreichende Informationen über die Grenzwerte von Messergebnissen, keine ausreichenden Messungen infolge Gerätemangels und mangelhaften und unwahren Informationen durch die Medien, so die Ad-hoc-Arbeitsgruppe beim Senator für Inneres. Daraus ergibt sich ein Szenario, meine Damen und Herren, das bis zum heutigen Tage mehr oder weniger aktuell sein könnte, nämlich wenn das Ausmaß des Störfalls sich als unerwartet gravierend herausstellt, der Bereich der Kontamination als unerwartet weiträumig zu klassifizieren ist, die Kontamination unterhalb der Grenzwerte liegt und die Reaktion der Bevölkerung unerwartet heftig ist.
diese Problematik löste bei allen Parteien eine wahre Panik aus. Und in diesem Zusammenhang stelle ich Ihnen ausgerechnet von Alfred Dregger, CDU, einer der Hardliner schlechthin, ein Zitat vor, in dem er sehr deutlich sagt, dass widersprüchliche Expertenaussagen geleistet wurden, die verwirrt haben. Daran ist ihm recht zu geben. Und noch verwirrender war aber die Tatsache, dass sich die einzelnen Bundesländer nicht an die Weisungen des Bundes hielten und damit Sicherungsmaßnahmen von Land zu Land unterschiedlich waren. Das musste natürlich die Bevölkerung zusätzlich verwirren, und er meinte, das darf nicht sein. Wir brauchen eine nationale politische Instanz, die in enger Verbindung mit unseren besten Wissenschaftlern das Recht haben muss, Anordnungen zu treffen und Aussagen zu machen, die dann auch für die Länder und für die Gemeinden verbindlich gelten. Im September 86 erging an den Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit die Aufforderung, baldmöglichst deswegen einen Gesetzesentwurf vorzulegen, um einheitliche Methoden für die Erhebung, Auswertung, Übermittlung und Bewertung der Messdaten festzulegen, sowie die vorhandenen Messnetze von Bund und Ländern neu zu konzipieren und zu koordinieren. In relativ kurzer Zeit wurde ein Gesetz ausgearbeitet, das bereits am 1.12.1986 in Kraft trat, nämlich das Strahlenschutzvorsorgegesetz. Mit seinen 15 Paragraphen hat es den Zweck, unter Beachtung des Standes der Wissenschaft und unter Berücksichtigung aller Umstände durch angemessene Maßnahmen die Strahlenexposition des Menschen und die radioaktive Kontamination der Umwelt so gering wie möglich zu halten. Und um dies zu erreichen, ermitteln Bund und Länder die erforderlichen Daten, die in ein Informationssystem des Bundes einfließen. Sodann bewertet alleine das Bundesministerium die gesammelten Daten, und ferner hat es dann auch das Recht, Rechtsverordnungen, Dosiswerte, Kontaminationswerte und Berechnungsverfahren festzulegen, sowie Verbote und Beschränkungen für Lebensmittel, Futtermittel, Arzneimittel und sonstige Stoffe zu erlassen. Für die Länder bedeutet dies, dass sie lediglich auf die Ermittlung und Übermittlung von Daten reduziert und beschränkt werden. Eine Bewertungskompetenz ist ihnen bis auf den Fall des örtlich begrenzten Ereignisses verwehrt. Das vorliegende Schema verdeutlicht das Notfallschutzsystem, in dem letztendlich vor allen Dingen der Bund mit seinen Messprogrammen den, wie man so schön sagen würde, Hut auf hat. Dies führt, meine Damen und Herren, aber interessanterweise zu einer Demokratisierung der Information. In konzeptioneller Hinsicht zielt das Strahlenschutzvorsorgegesetz darauf ab, dass durch eine Kanalisation und damit eine Monopolisierung von Informationen sowie durch situationsbedingte zentrale Grenzwertfestlegungen und Grenzwertbewertungen unter Bezugnahme von Sachverständigen bundeseinheitliche Empfehlungen zu bewirken sind und somit die Ängste der Bevölkerung zu kontrollieren. Zu diesem Zwecke wurden diverse Messnetze installiert und Frühwarnentscheidungshilfen konzipiert, um auf den Ereignisfall vorbereitet zu sein. Die Messanlagen werden kontinuierlich im Bundesgebiet betrieben. Sie können sie problemlos übers Internet abrufen und den jeweiligen Wert der Messanlage für Ihren Wohnort oder für Ihren Arbeitsort erfragen. Wesentlicher Bestandteil hierbei ist das System IMIS. IMIS wiederum korrespondiert mit PARC, nämlich dem Programm für die Abschätzung radiologischer Konsequenzen, und RODOS. Die Daten sind über das Internet, wie bereits gesagt, abruf- und interpretierbar. Wenn Sie so wollen, IMIS füttert RODOS und PARC, und dann werden Modelle errichtet. Betrachtet man sich diese Informationsquellen genauer, dann wird in der Tat deutlich und sichtbar, welchen Einfluss das Internet in der heutigen Zeit hat, welcher wissenschaftliche Level erreicht wird und die Bemühung um absolute Transparenz.
Diese Transparenz war bei der Normierung des Gesetzes im Jahre 1986 natürlich nicht vorhersehbar. Andererseits wurde bereits zum damaligen Zeitpunkt konstatiert, vor allen Dingen von, in Anführungszeichen bitte Gesetz, linken Wissenschaftlern, dass der Fortschritt in der Umweltrechtsbewegung maßgeblich auf einen Umstand zurückzuführen sei, nämlich darauf, dass der Sachverstand der Bürgerinnen und Bürger sich in historischer Weise gegen den Sachverstand von Industrie, Politik und Fachwissenschaft durchsetzen konnte. Aus diesem Grunde müsse ein Gesetz bürgerfreundlich sein. Die Messdaten müssen jedem Mann und jeder Frau zur Verfügung stehen. Es darf kein Informationsmonopol mehr geben, Klammer auf, des Staates. Es bestehen unterschiedliche Wahrheiten und die Bewertung dieser wissenschaftlich kontroversen Positionen sind der Bevölkerung zu überlassen. Alles andere wäre Willkür. Meine Damen und Herren, an diesem Zitat wird deutlich, dass die Diskussionen und die Forderungen an das Strahlenschutzvorsorgegesetz einen Wendepunkt darstellten. Die Erklärung, dass jeder Bürger ein besserer Experte sei als die von der Exekutive staatlicherseits beauftragten bzw. angestellten Wissenschaftler und folglich einen Anspruch habe, die Daten zur Verfügung gestellt zu bekommen, kann als Paradigmenwechsel nicht nur in der staatlichen, sondern auch in der europäischen Informationspolitik gewertet werden. Diese Aussage in der Tat korrespondiert mit den Erfahrungen der Feuerwehr vor Ort. So ein Zitat der Feuerwehr Rheinland-Pfalz nach einem Messeinsatz im Mai 1986. Es war ersichtlich, dass Messungen, die von unbekannten Kräften durchgeführt wurden, von den Bürgern besser akzeptiert wurden als die von einheimischen Kräften der Feuerwehr durchgeführten Messungen. Dies korrespondiert auch mit dem Durcheinander, das in Bezug auf Empfehlungen geleistet wurde. Während die Bundesregierung für Kuhmilch bei einem Grenzwert von 500 Becquerel pro Liter bezogen auf Cäsium 137 festhielt, sagte Schleswig-Holstein schlussendlich 50 Becquerel sind genug. Fassen wir zusammen. Die Eigenmächtigkeit der Städte, Länder und Gemeinden gegenüber der Bundesregierung an der Strahlenschutzkommission vorbei, Empfehlungen auszusprechen, hatte gravierende Folgen. Zum einen wurde das Gesetz konzipiert, wonach die Befehlsgewalt und die Datenhoheit ab sofort beim Bund liegt. Die Länder sind nur noch ausführende Organe, es sei denn, es passiert in Ortsnähe. Zum anderen kristallisierte sich der Bürger als Experte heraus mit dem Anspruch, das staatliche Informationsmonopol aufzuheben und absolute Transparenz vorherrschen zu lassen. Dieser Anspruch, meine Damen und Herren, kann aber nur gewährleistet werden, wenn der Bürger dem Staat auch Zugang zu den Daten gewährt. Und dieser Zugang wurde in der Tat mit dem Umweltinformationsgesetz und dem Informationsfreiheitsgesetz geschaffen. Die wissenschaftliche Ausprägung und der Anspruch einer wissenschaftlichen Zeit, wie sie das Bundesamt für Strahlenschutz in Bezug auf IMIS und RODOS letztendlich hochgeladen hat und unter Beweis stellt, sind hierfür ein gutes Beispiel. Ohne die Katastrophe von Tschernobyl wäre dieser Wendepunkt, das heißt der Abstand nehmen vom allumfassenden Wissen von, in Anführungszeichen, Vaterstaat, als Erklärer von Wissenschaft in seiner Seite nicht möglich gewesen. Ein direkter Ausfluss dessen ist das Umweltinformationsgesetz aus dem Jahre 94 und das Informationsfreiheitsgesetz aus dem Jahre 2006. Bleiben wir aber bei der Frage. Das Ernstfallszenario als Routineprogramm. Das Strahlenschutzvorsorgegesetz nimmt für sich in Anspruch, ein Versagen der Exekutive wie nach Tschernobyl zu verhindern. In diesem Zusammenhang ist es von Interesse, die Probe aufs Exempel zu machen. Und es stellt sich daher die Frage, ob und wie mit einem kontaminierten Frachter, der in einen deutschen Hafen einlaufen möchte, zu verfahren ist.
Und die Antwort ist ausgesprochen ernüchternd. Das Prozedere ist nämlich nicht anders als 1986. Das eventuell kontaminierte Schiff meldet sich bei der Hafenverkehrszentrale an. Es enthält Weisungen, bis zur Einlaufgenehmigung von Borkum zu warten. Die Feuerwehr wird informiert und führt Messungen durch. Dabei wird sie von der Bundespolizei begleitet und soweit keine Strahlung gemessen werden kann, das Schiff einlaufen. Wird eine gesundheitsgefährdende Dosis festgestellt, kann das Schiff von der Bundespolizei zurückgewiesen werden. Im Übrigen sind die jeweiligen Landesbehörden die Ansprecher für die Fragen der Dekontamination, wobei es keine Erfahrungswerte gibt. Keine Erfahrungswerte, natürlich ist das falsch. Natürlich haben wir Erfahrungswerte. Wir haben die Erfahrungswerte von 1986 und natürlich die negativen, wenn wir sie noch parat haben. Denn in Deutschland ist es so, dass nach 30 Jahren die Behördenakten vernichtet werden. Das heißt, es war schon für mich relativ schwierig, überhaupt an die Akten zu kommen. Beim Umweltschutzamt lagen keine mehr, aber Gott sei Dank hatte sie noch die Feuerwehr. Im Übrigen, meine Damen und Herren, liegen Schiffe fest und sie liegen nicht auf Rede. Die Antwort der Bundesregierung auf die überaus innovative Anfrage der Grünen war daher nicht nur in sachlicher Hinsicht falsch, sondern auch in sprachlicher. Ergebnis. Was können wir als Ergebnis festhalten? Tschernobyl war ein Wendepunkt in Bezug auf Kompetenz und Transparenz. Die Kompetenzen der Länder wurden zugunsten des Bundes beschnitten. Die der Exekutive zugunsten des Bürgers als Experten, womit eine Transparenz einherging, den Expertenbürger auch zu informieren. Kurz gefasst, das Strahlenschutzvorsorgegesetz, welches als unmittelbare politische Reaktion auf die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl kodifiziert wurde, kann als Wendepunkt für die Demokratisierung im Bereich der Umweltinformationstechnologie betrachtet werden. Der Anspruch der Bürger, ihrerseits mit Fachwissen im öffentlichen Diskurs wahrgenommen zu werden, ist ungebrochen und wird mittlerweile gesetzlich unterstützt. Ob die Befehlskette im Falle eines Reaktorunfalles den Ansprüchen des Gesetzgebers genügt, lasse ich aber dahingestellt. Dankeschön. Ja. Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Dazu wird es bestimmt viele Fragen geben. Ich würde jetzt gerne überleiten zu Professor Lutz Metz. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt einführe. Er ist auf jeden wenn man ja gut, okay. Professor Dr. Lutz Metz ist sozusagen ein Veteran der Forschung über soziale Bewegungen, über Umweltpolitik, über Nuklearfragen. Er hat seit den 70er Jahren verschiedenste Bücher dazu publiziert. Ich verwende zum Beispiel auch ein Buch, wo er Beiträge hat zu der Atomdiskussion in verschiedenen europäischen Ländern. Das ist sehr, sehr instruktiv, auch 30 Jahre später zu lesen. Professor Lutz Metz arbeitete ist einer der Gründer der Forschungsstelle für Umweltpolitik an der FU und hat einen Studiengang koordiniert des Berlin Center for Caspian Region Studies. Also er greift sehr breit aus und er interessiert sich vor allem auch nach der Nuklearfrage, wie wir es halt in dieser Konferenz auch diskutieren, für die Fragen von erneuerbaren Energien und ist ein Gründungsmitglied der Reform Group, der Gruppe Restructuring Energy Systems for Optimal Resource Management. Er hat jetzt vorgeschlagen, einfach aus einem Buch, das er herausgegeben hat und in dem es einen Beitrag zu Belgien gibt, jetzt uns einen kurzen Einführung zu der belgischen Situation nach Tschernobyl zu geben, damit wir dieses Thema Belgien, was für dieses Panel vorgesehen war, dann auch gar nicht vergessen. Vielen Dank. Ja, danke schön.
Es stimmt tatsächlich. Ich beschäftige mich seit 1972 mit der Frage der Atomkraft. Damals als Assistent in der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler für die Studiengruppe Soziale Verteidigung, aber immerhin hatte ich dadurch auch die Möglichkeit, bei den Vorstandssitzungen der VDW teilzunehmen, und damaliger Vorsitzender war Herr von Weizsäcker, der Physiker, und sein Schwiegersohn Herr von Ehrenstein, auch Physiker, empörten sich über das Vorhaben des damals größten Stromkonzerns Deutschland, RWE, einen 1000-Megawatt-Reaktor zu bauen. Und sie waren sich ganz einig, das ist Wahnsinn, das hält das Material überhaupt nicht aus, so einen großen Reaktor. Es war ja auch der erste 1000-Megawatt-Reaktor in der Welt, der dann in Biblis in Betrieb ging. Die Anti-Atom-Aktivitäten begannen dann 1974, als zwei Studenten von uns zurückkamen aus dem Larsac und in Freiburg übernachtet hatten und sagten, da gibt es badisch-elsässische Bürgerinitiativen, die da ein geplantes Atomkraftwerk wieder verhindern wollen. Die hatten schon vorher eins in Breisach verhindert und nun ging es um Wiel. Da brauchen sie Unterschriften von Professoren in Freiburg, die sind da alle zu pro Atom. Und ja, unser ganz frischer Professor Theodor Ebert war der Meinung, naja, wieso, Atomkraft ist doch was Sauberes, sieht, was die Araber hier mit dem Öl machen. Wir waren ja auch mitten in der Ölpreiskrise. Und da haben wir nur gesagt, Theo, red nicht, unterschreib. Und dann hat er unterschrieben. Und der Erste, den wir runtergeschickt haben, Wolfgang Sternstein, kam im Februar 75 in die Platzbesetzung rein in Wiel. Und das war dann das Schicksal des Projektes Möglichkeiten gewaltfreien Systemwandels in Westeuropa, dass wir uns dann vertieft mit dem Thema Atom und Widerstand gegen Atom beschäftigen sollten. Also soweit vielleicht, wie ich zu dem Thema seinerzeit gekommen bin, und ich bin das immer noch nicht los und werde es auch erst loswerden, wenn die letzten Atombomben abgeschafft worden sind, schätze ich. So, ich hatte angeboten, dass ich kurz hier aus einem Beitrag von Luc Barbet berichte, was in Belgien nach Tschernobyl an energiepolitischen Veränderungen stattgefunden hat oder durch den Unfall in Tschernobyl, und will das kurz machen, weil Luc Barbet war Staatssekretär in der Regierung, wo die belgischen Grünen dann beteiligt waren, und der hat diesen Beitrag dafür ein Sammelband geschrieben, den Michael Schneider, Steve Thomas und ich anlässlich 20 Jahre Tschernobyl herausgegeben haben. Und dieser historische Teil ist, glaube ich, ganz ausschlussreich. Es hatte in Belgien auch ernsthafte Konsequenzen für die Politik und vor allem auch für das Verhalten von den verschiedenen Akteuren. Der Senat hat ein parlamentarisches Komitee, also Untersuchungskomitee, eingesetzt, einen Untersuchungsausschuss, der die nuklearen Probleme im Detail untersuchen sollte und dann eine Reihe von Empfehlungen für Atommüllmanagement, Nuklearsicherheit, für die Notfallplanung und so weiter zu geben. Die Umsetzung dieser Empfehlungen sollten, wie sich dann aber zeigte, nur sehr, sehr langsam implementiert werden, und zum Beispiel wurde eine, auch in Belgien, Bundesagentur
eingerichtet, die letztlich dann erst im Jahr 2001 anfangen konnte zu bearbeiten. Also das hat 15 Jahre gedauert, ehe man diese institutionelle Voraussetzung zur Reaktion bei unserem Nachbarland da geschaffen hat. Eine andere Empfehlung war, dass ein Überwachungsmechanismus für den Fonds des Abbaus der Reaktoren eingerichtet werden soll. Das hat dann bis 2003 gedauert, ehe der in Belgien kam. Die Positionen von den Parteien waren so, dass die grünen Parteien, also flämische und auch im französischen Teil waren das unterschiedliche grüne Parteien und auch die Umweltaktivisten sich im Aufwind befanden durch diesen Unfall in Tschernobyl. Und die flämische Sozialistische Partei entschloss sich auch zu einer antinuklearen Position. Die französisch sprechende Sozialistische Partei machte es dagegen nicht, obwohl sie dann ihr Profil für Atomenergie doch etwas runtergefahren hat in der Folge. Mit Hinblick auf die Politikimplementation hat sich nicht viel geändert. Die Energiepolitik im Allgemeinen und vor allem die Politik hinsichtlich der Sicherheit von Atomenergie, also was die Anlagen, den Atommüll und auch den Brennstoffkreislauf betrifft, die sind sozusagen nach wie vor undemokratisch haben auch einen Mangel bei der Transparenzbildung. Der private Sektor, also die Eigentümer der Atomkraftwerke und auch eine begrenzte Zahl von Politikern, hat allerdings Entscheidungen getroffen und die richteten sich in möglichst große Diskretion. Im Unterschied zu früheren Plänen wurden keine Entscheidungen gemacht, nach Tschernobyl 8 weitere Atomkraftwerke in Belgien zu bauen. Aber Tschernobyl war nur ein Faktor, der diese Entwicklung beeinflusste. Der andere Faktor, und das ist ähnlich wie in Großbritannien, waren, dass die neuen Gaskraftwerke eine interessante ökonomische und geostrategische Perspektive boten. Und das war mindestens genauso wichtig. Ja, also das, was in Großbritannien dann Dash for Gas war, das gab es offenbar in Belgien auch in der Form. Dazu muss man einfach wissen, dass praktisch ab der 1980er Jahre die Entwicklung der Gasturbine als Kraftwerk eben eine Sache total durchbrach, die vorher beim Kraftwerksbau die Grundregel war, nämlich die Maßstabvergrößerung bringt die Skalenerträge und die Gasturbinen sind ja aus den Flugzeuggasturbinen entwickelt worden, waren wesentlich kleiner, dezentraler und viel billiger als die immer größeren Einheiten der Kondensationskraftwerke. Es ist eben vielleicht auch noch zur Ergänzung, dass dieser Technikwandel, der genau in dieser Phase stattgefunden hat, ein ganz wichtiger Faktor ist, der außer den Protesten bewirkt hat, dass sich da was verändert hat. Die Betreiber haben dann also sowas, er nennt es hier Under the Carpet Strategy, also man hat versucht, die Probleme unter den Teppich zu kehren und nicht drüber zu reden und so wenig wie möglich über die Atomenergie zu diskutieren. Es wurden dann auch keine Versuche gemacht, um Politiker und normale Bürger
zu überzeugen, dass es notwendig ist, die Atomenergie zu verwenden. Es wurden auch keine Versuche gemacht, um diesen, die gesellschaftliche Unterstützung zu vergrößern. Der Sektor hat einfach gehofft, dass das vergessen wird, ne, und dass sie in Ruhe weitermachen können. Also sozusagen die Halbwertszeit der Katastrophe abwarten, bis das aus den Köpfen wieder raus ist. Das war sozusagen deren Strategie in Belgien. Und das hat auch einigermaßen gut geklappt, laut Luc Barbé, weil es zum Beispiel gezeigt werden kann, dass bis zum Ende der 1990er Jahre kaum ein Journalist, Politiker oder aktiver Umweltschützer übrig war, der mit dem Atomthema sich beschäftigte. Nebenbei so als Fußnote, das war in Deutschland nach 1981 auch nicht viel anders, weil ich habe damals auch versucht, zwei Bücher unterzubringen zu der Verflechtung von militärischer und ziviler Nutzung der Atomkraft. Die Verlage waren nicht interessiert. Das änderte sich nach Tschernobyl von einem Tag auf den anderen, aber von 81 bis 86 hatten wir das in Deutschland auch, und das scheint in Belgien auch das Thema gewesen zu sein. Aber trotzdem hat man dann in den 90er Jahren geschafft, dass einige Kommunen, die bereits Nuklearanlagen auf ihrem, in ihrem Bereich hatten, unter eingeladen werden konnten, so eine Partnerschaft um den Fall zu untersuchen und von Experten unterstützt zu werden, wie man also mehr Beteiligung und Demokratie auf der einen Seite und als Beispiel für einen neuen Ansatz in dem Nuklearsektor unabhängige externe Wissenschaftler in diese Arena mit einzubeziehen. Also auch so ein ähnlicher Prozess eigentlich, wie wir das hier gesehen haben. Zumindest in Deutschland sind ja diese Experten und die Institute, die es damals schon gab, dann tatsächlich auch anerkannt worden in dem Prozess. Das war offenbar Belgien genau dasselbe, aber das Ganze ging dann auch fast über 20 Jahre, bis zum Beispiel dann im Jahr 2006 man einen Ort gefunden hatte, um niedrig radioaktiven Atomabfall lagern zu können. Aber zu mittel- und hochaktivem Abfall hat man sich gar nicht unterhalten zu dem Zeitpunkt. Ja, zusammenfassend, Tschernobyl hatte einen begrenzten Einfluss auf die belgische Energie- und Nuklearpolitik. Der Trendbruch ist dann 1999 erfolgt, als zwei grüne Parteien oder die Vertreter grüner Parteien Mitglieder der Regierung wurden und die Atomausstiegspolitik in das Koalitionsabkommen aufgenommen wurde. Die Grünen haben die rechtliche Basis für den Ausstieg aus der Atomkraft für Belgien angeschoben, eine 40-jährige Betriebszeit wurde gewählt, und im Vergleich zum Beispiel zu dem Abkommen um die Atomenergie in Deutschland zu verbieten, das ist das hoch. Also ja, dieser Beitrag ist ja hier nach dem ersten Atomausstiegsgesetz hier von Rot-Grün in der Bundesrepublik geschrieben. Und wo man sich dann auf 32 Jahre geeinigt hatte. Aber es darf eben nicht vergessen werden, dass der Anteil von Atomenergie in Belgien einen wesentlichen höheren Anteil an der Stromproduktion deckt, als es in Deutschland war. Also für 2006 war das 54 zu 26%.
Und damit hat der Akt aber auch festgestellt, dass keine neuen Atomkraftwerke mehr gebaut werden sollen. Und dann wurde noch ein Überwachungsmechanismus und die finanzielle Überwachung der Decommissioning festgestellt. Soweit vielleicht zur Situation in Belgien, damit man eine Vorstellung hat, was im Nachbarland in der Zeit lief. Also da kommt als zusätzliche Sache eben dazu, dass der Push dann auch erst erfolgte, als Regierungsbeteiligung von Anti-Atom-Parteien durchgetreten ist. Ja, soweit der Teil zu Belgien. Zu dem Referat von Susanne sollte ich ja kommentieren. Da sind mir nur ein paar Sachen noch im Kopf, die man erwähnen sollte. Also zum Beispiel, dass ja auch nach Tschernobyl erst das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit gegründet wurde. Die Kompetenz auf Bundesebene vorher war verteilt auf verschiedene Ministerien. Die Umweltabteilung war im Innenministerium. Man hatte zwar das Umweltbundesamt, aber war der Meinung, Umweltthemen sind so kompliziert, das kann man nicht in einem System, in einem Ministerium vereinigen. Das änderte sich dann eben nach der Katastrophe in Tschernobyl, weil dieses Informationschaos, was geschildert wurde, eben vollkommen klar war. Also vielleicht sollte man auch dazu sagen, die normale Messung der Atomanlagen betrifft nur 4 Isotope, ja, die als Leitisotope verfolgt werden, darunter eben Cäsium-137. Aber Plutonium oder so, das wird gar nicht normal untersucht. Wir haben dann in Kooperation mit dem Hahn-Meitner-Institut damals versucht zu gucken, was kommt da eigentlich rüber. Und die haben da festgestellt, da sind so viele radioaktive Isotope in der Luft, das muss sich um eine Kernschmelze handeln. Ne? Und bevor das überhaupt klar war, was da passiert ist. Ne? Also man hatte sehr wohl das in den Nachrichten mit Forschmarks gehört, und aber erst als dann klar war, da ist in der Ukraine der Block 4 hochgegangen, wurde dann überlegt, was ist da eigentlich passiert. Und die Reaktionen waren eben ganz unterschiedlich. Ne? Nun hier in Berlin, in Ostberlin, war 1. Mai-Demonstration, die mussten da marschieren und haben das auch gemacht. Und in Westberlin war man schon am 1. Mai etwas kritischer und vorsichtiger, und Leute haben angefangen zu überlegen, wo die Milch eigentlich herkommt und wie man das macht. Also diese unterschiedlichen Informationsstandards waren wichtig, also ein ganz wichtiger Beitrag. Das, was eigentlich auch gut ist, was dann relativ schnell entstanden ist, dass da so ein Strahlentelex zusammengestellt wurde, wo dann auch Messergebnisse drin standen, die von unabhängigen Leuten gemessen worden waren und das verbreitet worden. Und das war auch eben so ein Beitrag dessen, wie Bürgerwissen und Wissen aus der Bewegung für diese Situation dann genutzt werden konnte. Das mediale Interesse war riesig, also das fing dann praktisch auch an ab dem 29. April, wo ja, das Tagesthema bei jeder Sendung war, da neue Informationen zu kriegen.
Aber eben diese staatliche Institutionalisierung kam dann erst mit Verzögerung. Und das, was wir an Gesetzesveränderungen hatten, ist ja auch ein bisschen, wie soll man sagen, zynisch das Vorsorgegesetz zu nennen, weil in der Umweltpolitik unter Vorsorge versteht man eben tatsächlich eine Verhinderung von möglichen Unfällen und nicht der Umgang mit einem Unfall, der dann schon passiert ist. Ne? Das, aber das ist auch dieser ganze Sprachkampf, der unter diesem ganzen Thema Atom liegt. Ne? Also in der Frühphase hieß das natürlich Atom und irgendwann hieß es dann nur noch Kernenergie. Und weil das mehr an Kernseife und an saubere Technik erinnerte als das gefährliche Atom mit den Atombomben. Ja. Vielleicht noch mal als weiteren Kommentar zu der ersten Session. Ich glaube, der Unterschied hier gerade zu Deutschland ist der, dass die neue Umweltbewegung, und zwar im Unterschied praktisch zu allen anderen westlichen Industrieländern, aus der Anti-AKW-Bewegung entstanden ist. Ja, das ist eine totale andere Basis der neuen politischen Umweltbewegung, war auch insofern, kann man sagen, einem Zufall geschuldet, weil der damalige Sprecher des Bundesverbandes Bürgerinitiativen Umweltschutz ansässig war, 30 Kilometer vom geplanten Atomkraftwerk Wiehl. Und die Medien wollen halt immer irgendeinen Sprecher von irgendwas interviewen und der musste sich dann da äußern und dann wurde plötzlich Umweltschutz mit dieser eigentlich seit Jahren vorhandenen Anti-AKW-Bewegung in der Region zusammengebracht, weil die Platzbesetzung in Wiehl erfolgte nach 8 Jahren vergeblichen anderen Aktionen, die da von den Bürgern gemacht worden war, um die Industrialisierung des Hochrheins zu verhindern und zu stoppen, was ihnen auch nur immer ansatzweise gelungen ist. Auf der französischen Seite Fessenheim ist in Betrieb gegangen. Ja, und das zeigt eben auch, dass diese Thematisierung sehr viel damit zu tun hat, auch mit den wirtschaftlichen Interessen, die da vor Ort sind, weil die Sonderkulturen, der Weinbau, der Tabakanbau und was alles am Kaiserstuhl in der Gegend die Basis der landwirtschaftlich arbeitenden Bevölkerung war, das war natürlich durch diese Industrialisierungspläne mit Bleichemiewerk in Markolzheim und Atomkraftwerk in Wiehl stark gefährdet und es ist eben auch von den damals geplanten das Einzige, was dann wirklich nie gebaut wurde. Ne? Und brachte eben diese, auf der anderen Seite die neue Umweltbewegung sozusagen auch auf die politische Arena. Ja, vielen Dank. Ist das Andi, ne? Ist das an? Ja, okay. Frau Benoeur-Lacœur, möchten Sie darauf antworten oder? Ja, es war ja eigentlich gar nicht mal so als Frage, glaube ich, konzipiert, genau, sondern eher als Statement. Aber in dem Zusammenhang ist mir besonders aufgefallen, eben, dass du sagtest, dass das Bundesministerium für Umwelt 86 letztendlich einen Push bekommen hat, so möchte ich es mal neudeutsch aussprechen, aufgrund der Katastrophe von Tschernobyl. Das Gleiche ist natürlich auch 2011 in Fukushima, mit Fukushima der Fall gewesen. Also ich kann hier nur sagen, dass 2011 es Landtagswahlen im Bundesland Bremen gegeben hat und für die Stadt Bremerhaven auch Wahlen des Magistrats. Und in dem
Zusammenhang gab es dann eine rot-grüne Koalition und die Grünen haben in dem Zusammenhang ganz klar gesagt, sie hätten gerne ein separates Umweltdezernat. Ich habe nun das geerbt, weil die Koalition hat sich schon wieder geändert, aber dieses Umweltdezernat ist insofern auch nicht angetastet worden von der regierenden Koalition, weil der Schock von Fukushima und der Klimawandel, das kommt jetzt natürlich noch dazu und vor allen Dingen an der Nordseeküste, einfach ja, eine Ausstrahlung und eine Sogwirkung hat. Also das heißt, um es anders zu formulieren, in dem Augenblick, wo derartige Katastrophen passieren, vielleicht müssen sie auch erst passieren, wird Politik hellhörig und wacht auf. Mhm. Vielen Dank. Fragen aus dem Publikum? Ja? Ja, stellen Sie sich vielleicht kurz vor und dann... Gibt es ein Mikro? Danke. Ja, ich bin Eva Küster, Mitgründerin der Grünen und ehemaliges Mitglied des BBU-Vorstandes und würde sagen, eine lange Anti-Atom-Freundin von Lutz Metz. Bin aber, glaube ich, erst 1974 mit eingestiegen. Ich wollte doch ganz kurz ergänzen zu Belgien, weil da fühle ich mich kollegial als ehemalige Europaabgeordnete mit den belgischen Grünen verbunden und finde da manchmal auch Namen zu nennen wichtig. Ja, Paul Lanois zum Beispiel, der hat sich immerhin ja auch schon vor Tschernobyl sehr engagiert in Belgien gegen die Atomenergie eingesetzt. Und ich glaube auch, dass seine Rolle im Europaparlament auch eine Wirkung auf die Entwicklung, wenn auch einer kleineren politischen, atomkritischen Öffentlichkeit hatte als bei uns. Aber bei uns ist es ja auch aus Prozessen entstanden. Und ich glaube auch, dass die Reaktion mit dem Umweltministerium zu schaffen, übrigens ist parallel dazu auch ein Frauenministerium eingerichtet worden, nicht möglich gewesen wäre, wenn erstens die Grünen nicht 1983 in den Bundestag eingezogen worden wären. Das war in der Bundesrepublik eine reelle politische Kraft zu dem Thema, worauf man reagieren musste. Und das andere ist, dass ich eben, wie du auch sagtest, über Öko-Institute, über kritische Journalisten, über Studenteninitiativen, aber eben vor allem auch über die Breit, meine also ja auch über das sich zusammenraufen unterschiedlicher politischer Milieus in der Anti-Atom- und Umweltbewegung. Das war ja ein sich zusammenraufen aus konservativen, bürgerlichen, linksradikalen, feministischen, kirchlichen, gewerkschaftlichen Milieus über einige Jahre und dass wir im gewissen Sinne zum Glück mit breiteren Bündnissen, wo die großen Friedensdemos meiner Ansicht nach eine zentrale Rolle gespielt haben in den 80er Jahren, vorbereitet waren auf Tschernobyl. Ja, das erstmal. Ach so, ja, nee, doch, ich habe den Hinweis schon gebracht aufs Frauenministerium. In der Bundesrepublik haben sich stärker als in den anderen europäischen Ländern, soweit ich das weiß, die neuen sozialen Bewegungen miteinander in der Anti-Atom-Bewegung getroffen und gemischt. Die Frauenbewegung hat keine unwichtige Rolle gespielt. Ein Teil der Frauenbewegung hat sich sehr klar und kritisch auch zur Atomenergie sogar mit eigenen Theorieansätzen geäußert und artikuliert bis in die Universitäten und an der Basis. Und da Lutz schon den großen Erfolg von Wiel genannt hat, möchte ich doch sagen, dass die Frauen, bäuerliche, bürgerliche, kirchliche, studentische, also aus sehr verschiedenen Milieus, in den badisch-elsässischen Bürgerinitiativen, ich sage jetzt nur mal Solange Fernex, auch eben in deutsch-französischer Zusammenarbeit eine große Rolle gespielt haben. Ja, vielen Dank. Arne Kaiser. Nun, das war sehr interessant, Ihren Bericht zu hören in Bezug auf das Chaos, mehr oder weniger, das in Deutschland herrschte nach Tschernobyl, in Bezug auf Strahlenschutz. Und wir haben ja auch Carina gehört, die sagte, dass die Wolke an der französischen Grenze angeblich stoppte. Also ich habe den Eindruck, dass es in Schweden genau andersherum war. Die Strahlenschutzbehörde, das gesamte System hat extrem gut funktioniert. Es war gut vorbereitet. Wir hatten ein Krisenteam in unserem Land. Und von Anfang an war man sehr transparent. Man hatte Experten von der Strahlenschutzbehörde, die genau darlegten, was passiert war. Und das führte natürlich zur Glaubwürdigkeit und zu einem Vertrauen in diese Behörde.
Das machte es auch in gewisser Hinsicht schwieriger für die Antinuklearbewegung, Tschernobyl zu nutzen als Argument. 6 Jahre später, 1992, entdeckte man, dass es in Schweden loses Material in einem Reaktor gab. Und das Risiko war, dass die Rohre verstopfen würden. Und man braucht natürlich dieses Wasser in einem Notfall, das durch die Rohre läuft. Die Atombehörde hat dann sofort diesen Reaktor oder den Betrieb eingestellt. Nicht nur diesen, sondern auch den Betrieb anderer Reaktoren. Die Behörde hat also schnell und verantwortlich reagiert. Und auch das verlieh ihnen zusätzliche Glaubwürdigkeit. Ich denke also, dass vielleicht ein Grund, warum Deutschland mehr betroffen war, ist, dass die deutschen Behörden keine Glaubwürdigkeit genossen. Man könnte also die gesamte Atomindustrie in Frage stellen oder den gesamten Komplex in Frage stellen. In Schweden war das genau andersrum, wie gesagt. Wie gehen also diese Behörden mit kritischen Situationen um? Das ist letztendlich die Frage. Schweden ist ein Nationalstaat, Deutschland ist eine Bundesrepublik und das macht es noch schwieriger. Vielleicht kann man auch fragen, auf welcher Ebene brauchen wir das Ganze? Auf EU-Ebene, Strahlenschutz auf EU-Ebene oder weiter runter oder noch höher mit der IAEA? Also welche Ebene eignet sich am besten dafür, um kompetente Leute zusammenzubringen, die Integrität haben gegenüber der Atomindustrie und die auch transparent sind und agieren? Wäre die IAEA am besten für eine demokratische Herangehensweise? Direkt beantworten, das ist ja eine ganz konkrete Frage. Ja. Und zwar würde ich vielleicht sogar daran anschließen, um es jetzt ein bisschen auch wissenschaftlich zu formulieren. Es gibt ja die Frage, sind zentralistische Staaten sozusagen stärker in der Lage, Atomkraft zu verteidigen? Es gibt diesen Zusammenhang zwischen Offenheit und Stärke des Staates, der in der Forschung der 80er Jahre herausgearbeitet ist. Und da ist gerade Schweden und Frankreich als zentralistische Staaten, die die Atomkraft, in denen Atomkraft sich durchsetzen konnte, weil der starke Staat da hinterstand und er nicht gebrochen war durch föderale Strukturen, die dem Rat in die Speichen greifen konnten. Und dann steckt in der Frage ja auch die Frage nach dem Herstellen von Glaubwürdigkeit. Ging es jetzt bei dem Gesetz um die Herstellung von Glaubwürdigkeit durch Zentralisierung oder ging es darum, dass sozusagen man das aus der Hand der Länderregierungen nehmen wollte, die zum Teil ja nicht CDU-regiert waren, sodass Herr Dregger sicherlich Sorge hat, dass die Unfug erzählen, während die CDU-Bundesregierung das ja besser weiß. Ja, also es ist so, Sie haben völlig zu Recht auf die föderalistische Struktur in der Bundesrepublik hingewiesen. Und diese föderalistische Struktur ist natürlich durch die Eigenmächtigkeiten der Gemeinden, der Städte und der Länder im Zuge der Tschernobyl-Krise vom Bundesgesetzgeber, wenn Sie so wollen, negiert worden. Der Bundesgesetzgeber hat aber auch ein zweites Mal gehandelt und das ist eigentlich untergegangen in der letzten Föderalismus-Diskussion. Das heißt, er hat jetzt auch die Exekutivbefugnisse im Hinblick auf das Atomgesetz an sich gezogen. Das heißt, bei derartig prekären Technologien haben wir hier in der Bundesrepublik einen ganz klaren Drang dazu, es zu zentralisieren und nicht den Ländern, den Gemeinden und den Städten zu überlassen. Ob damit gegebenenfalls auch der Atomausstieg, der ja auch letztendlich eine Bundesaktion gewesen ist, eine Exekutivaktion, zusammenhängt oder wie sie zusammenhängt, müsste wissenschaftlich erforscht werden.
Mir fällt dabei nur ein, völlig zu Recht, Great Britain und France eben als zentralistisch regiert und mit einem ganz anderen Impact, was Atomenergie anbelangt. Im Gegensatz dazu Belgien, genauso föderal, genauso zerstritten hinsichtlich der Landsmannschaften. Und in diesem Zusammenhang weise ich einfach nur darauf hin, im Zuge des Strahlenschutzvorsorgegesetzes wird ab Dezember jetzt, diesen Monats, in den grenznahen Gebieten, Euskirchen, Aachen etc. pp., werden Jodtabletten verteilt, weil die belgischen Kernkraftwerke, die genau an der Grenze stehen, heikel sind. Und man erkennt, dass hier Handlung erforderlich ist. Dass Jodtabletten aber nur bei einer Bevölkerungsgruppe bis 45 Jahren gegeben werden dürfen, darüber hinaus sind sie schädlich, das wird natürlich im Endeffekt verschwiegen. Aber Fakt ist, in Nordrhein-Westfalen werden in den Regierungsbezirken Aachen, Euskirchen, die grenznah sind, jetzt diese Maßnahmen durchgeführt. Da war eine Frage. Und ja. Wer soll nun sozusagen die Instanz sein, die die Bürger aufklärt? Also die Internationale Atomenergieagentur mit Sicherheit nicht. Denn das ist eine Lobbyorganisation zur Verbreitung von Atomenergie. Sie sind auch nicht in der Lage, in Gänsefüßchen jetzt objektive Informationen zu verbreiten. Also nur noch ein Beispiel, ne? Wenn man auf die Datenbank geht, der in Betrieb befindlichen Atomkraftwerke, Pries heißt die, dann findet man nach wie vor sämtliche japanischen Anlagen als operational, also sozusagen betriebsbereit. Real wurden zwei betrieben und einer in Betrieb genommen. Und das heißt also, der Unterschied sind über 40 Reaktoren, die da in der globalen Statistik als betriebsbereit gezählt werden. Zu Deutschland hatte ich der IAO dann auch schon mal mitgeteilt, sie schön immer den Anteil der Atomstromproduktion, weil sie nicht die Bruttostromerzeugung nehmen, sondern die öffentliche Nettostromerzeugung. Ja, das sind zwei Riesenunterschiede, ob man sozusagen was in den Grenzen der Bundesrepublik insgesamt produziert wird oder eben nur was im öffentlichen Bereich ins Netz gespeist wird, nimmt. Also damit wird der Anteil der Atomkraftwerke natürlich künstlich erhöht. Also das sind so nur zwei Hinweise, wie parteiisch die Internationale Atomenergieorganisation war. Der Unterschied, ob zentral regierte Staaten besser in der Lage sind als Föderale, ist eigentlich eine politologisch spannende Frage. Interessant ist ja, dass tatsächlich die föderalen Systeme sich da eher durchringen, auszusteigen aus dieser Technik als die zentral regierten. Nun gibt es seit 1930 Jahren schon sowas, was in der Politikwissenschaft als Capture bezeichnet wird, dass also industrielle Interessen das staatliche Handeln dominieren und vorentscheiden. Diese Gefahr ist eben bei den zentral regierten Ländern im Prinzip höher als bei den anderen, weil da viel mehr Akteure sozusagen in diese Entscheidungslinie mit eingebunden werden müssten. Dann hat es natürlich aber auch Techniktraditionen, die ganz, ganz unterschiedlich von der Ausbildung sind, wenn man da alleine Frankreich und Deutschland vergleicht. Und vielleicht letzter Punkt, wir vergessen nach wie vor, dass es Atomwaffenstaaten gibt, zu denen gehört Großbritannien, gehört Frankreich. Und die haben andere Interessen in Bezug auch auf die zivile Nutzung der Anlagen.
Das erklärt eben auch, warum bestimmte Länder es sich so schwer tun, da schnell auszusteigen. Wollen Sie sagen, die nutzen das hergestellte Plutonium für Waffen? Das wird doch separat hergestellt, oder nicht? Nein, das ist dann wieder der etwas schwierige ökonomische Zusammenhang, wie man Teile des relativ teuren militärischen Programms rüberschiebt auf die normalen Stromverbraucher, die das dann mitzahlen dürften. Also ist eine Information, die mir Klaus Traube mal gegeben hat, als er berichtete, wie er mit den französischen Brüterleuten dann nach dem dritten Glas Wein über die Finanzierung gesprochen hat, der französischen Brutreaktoren. Okay, danke. Wir haben aber noch diverse Fragen aus dem Publikum. Dort. Ferdinand Jentsch, zu der Zeit damals Alternative Liste Tiergarten, auch in der Bezirksverordnetenversammlung. Zu dem Stichwort von Susanne Benoit-Lacœur, Bürgerfragen und Verwaltung antwortet nicht. Es gab ja zum Teil Antworten, also von dem berüchtigten Innenminister Zimmermann von der CSU, der nicht mal die Kilometerzahlen kannte, geschweige denn anderes, und sich vertan hat. Und was uns erschüttert hat, die damals alle von Kleinkindern umgeben waren, dass man plötzlich die Höchstgrenze von Becquerel von 100 auf 500 hochsetzte, also ob das nicht genauso gefährlich gewesen wäre. Das waren die einen Sachen. Und dann hat der Lutz schon netterweise erwähnt, das Strahlentechnik war damals ganz wichtig, Butterlindner und dänische Milch, weil man dachte, die ist vielleicht gesünder. Viele Berliner sind dann mit ihren Kindern nach Bayern, weil sie dachten, ist besser, da war es aber schlimmer mit der Wolke. Was auch noch die Verwaltung betrifft, beziehungsweise Institutionen. Kollege von mir, später Kollege Dr. Sebulke, der an dem Gorleben-Gutachten mitgeschrieben hat, das leider von seinem Institutschef verändert worden ist, weil der weiterhin Zuschüsse haben wollte. Während Sebulke gesagt hat, es wäre gefährlich, ein Gorleben-Endlager zu errichten. Der war damals Lehrer am Canisius-Kolleg in Berlin, was er vor einigen Jahren durch andere Missbrauchsvorfälle in Verruf geraten ist. Und er hat es gewagt, am ersten Schultag nach Tschernobyl, ich weiß nicht, ob das bei diesem katholischen Gymnasium der Montag war, die Schüler in der Pause reinzuschicken, weil es eben gefährlich ist, draußen war schönes Wetter, und wurde von der Schulleitung relegiert, weil er eigenmächtig eine Entscheidung getroffen hat. Also selbst Leute, die jetzt was wussten, was dachten, durften es nicht machen, weil man es ja nicht gerne zulässt. Okay. Da hinten, Sie in der Mitte, ja? Anna-Veronika Wendland aus Marburg, jetzt ist klar. Ich habe nur noch eine Ergänzung, diese Angabe der IAEA, Operational, da müsste man nochmal das Glossar in dieser Database sich angucken. So viel ich weiß, ist das einfach ein rechtliches Konstrukt, solange ein Kernkraftwerk nicht im dauerhaften Nicht-Leistungsbetrieb ist, gilt es als Operational. Also das müsste man nochmal checken, da weiß ich nicht, ob das allein auf Lobbyarbeit zurückgeht. Und jetzt kommen meine beiden Fragen an beide Referenten. Eine, ich fand das sehr interessant, diese Geschichte letzten Endes der Transparenzwerdung von Datenlagen, ja, nach Tschernobyl, dass Bürger Daten einfordern und dann eben auch gesetzlich gestützt endlich diese Daten bekommen und über sie verfügen, und wir eben heute eine tatsächlich sehr transparente Situation haben, was zum Beispiel Strahlungsüberwachung, auch sehr engmaschige Strahlungsüberwachung angeht. Jetzt ist aber meine Frage zu der Einschätzung oder historischen Einordnung von Bürgerexpertise als solcher. Denn das ist ja eine sehr, sehr problematische Sache. Ne? Also Sie erwähnten, Leute trauten anonym selber Messern mehr als der Feuerwehr mit ihren Spezialisten. Und wenn man das jetzt überträgt auf heutige Situationen, ist es oft so, dass Bürger offensichtlich der Lügenpresse der sogenannten nicht mehr trauen und auch nicht der Regierung, sondern ihre eigenen Experten hören, zum Beispiel zur Migrationsfrage. Das heißt, die Bürgerexpertise als solche ist noch lange nicht gut. Ja? Und es wäre meiner Meinung nach doch nochmal sehr in Frage zu stellen, ob es da nicht eigentlich um ein Scheingefecht gute Bürgerexpertise gegen böse, harte, machtorientierte Expertenexpertise geht, sondern es geht darum, inwieweit Bürger in die Situation oder in die Fähigkeit versetzt werden, Experten, Daten und überhaupt Daten zu verstehen. Und da wären wir dann tatsächlich bei dem großen Bereich der Nuclear Literacy, also wie viel wird eigentlich gemacht, damit Bürger wirklich diese Daten auch interpretieren können und dann ihre Schlussfolgerungen ziehen können. Das wäre meine Frage. An Herrn Lutz Metz geht die Frage. Sie erwähnten ja den Fall Wiel und die Motivation des Protestes, also vor allen Dingen die Weinbauern und Bauern, die dort eine große Rolle gespielt haben. Aber wie erklären Sie sich, dass in ökonomisch ganz ähnlichen Situationen, auch gar nicht weit weg, nämlich in Neckar-Westheim, das Kernkraftwerk gebaut werden konnte,
Und im Endeffekt offensichtlich da diese bäuerlich-studentische Mixtur aus Widerstand sich nicht bilden konnte, obwohl ökonomisch eigentlich die gleichen Voraussetzungen in der Region vorlagen, abgesehen davon, dass es noch dort eine kleine Industrietradition immer gab. Das würde mich jetzt einfach als Historikerin interessieren. Dankeschön. Ich würde jetzt weiter sammeln. Stephen Milder. Danke. Ja, vielen Dank für die Vorträge. Ich fand die beiden sehr spannend. Und ich wollte eine Frage zu dieser, was diese Leitfrage eigentlich von unserer Konferenz betrifft, stellen. Und zwar im ersten Panel, ja, in diese verschiedenen nationalen Fällen, die wir dort hatten, kam es ja eher so vor, als sei Tschernobyl kein großer Wendepunkt. Also die nationalen Geschichten gingen weiter. Es gaben zwar Änderungen, aber ja, die meisten Sachen blieben so ungefähr, wie sie waren. Vielleicht als Katalysator könnten wir Tschernobyl sehen, aber nicht als Wendepunkt. Und in diese Vorträge kam es zumindest in dem deutschen Fall eher so vor, zumindest am Beispiel von dem Strahlenschutzvorsorgegesetz, als sei Tschernobyl doch ein großer Wendepunkt, dass es nun dieser Gesetz gab. Aber meine Frage wäre, konnte man Deutschland dann aber auch nicht, im deutschen Fall aber Tschernobyl aber auch nicht als Katalysator eher sehen, denn auch vor Tschernobyl gab es in der Anti-Atom-Bewegung und auch in der Bevölkerung in Deutschland viele Menschen, die mehr Transparenz, was Atomfragen betraf, haben wollten. Und zwar sei es vielleicht dann ein Wendepunkt für die Politik, dass jetzt diese Sorgen endlich angenommen worden sind. Aber die gab es schon vorher und so konnte man dann auch sprechen von Kontinuitäten und dass Tschernobyl nur ein kleiner Teil dazu beitrug, dass das jetzt letztendlich passiert worden ist mit zum Beispiel Strahlenschutzvorsorgegesetz. Als Window of Opportunity fürs Durchführen dieses Gesetzes. Ich missbrauche jetzt nochmal zum Schluss jetzt meine Situation hier als Moderator, um auch nochmal eine Frage zu stellen. Und zwar habe ich mich gefragt, ob es nicht ein bisschen ironisch ist, dieses Strahlenschutzvorsorgegesetz, wenn ich Ihren Text richtig verstanden habe, ist einerseits ein Zentralisierungsgesetz, um diesen Kompetenzwirrwarr auf die Bundesebene zu ziehen, damit die Bundesregierung sozusagen Handlungsfähigkeit demonstrieren kann, auch nach außen, und auch die Informationen unter Kontrolle halten kann. Und gleichzeitig, das habe ich jetzt nicht genau verstanden, wird, Sie zitieren da diesen Text aus dieser Rechtsbewegung, ist das eine Debatte, die dann angestoßen wird, oder sieht dieses Gesetz tatsächlich auch diese Informationsfreiheiten vor und wann beginnt man das sozusagen wirklich so öffentlich zu machen wie jetzt mit dem Internet? Das ist ja, also das hat man ja nicht, 1986 gab es ja noch gar kein Internet. Wann hat man, ist das in dem Gesetz schon drin, diese Informationsfreiheit, oder ist das sozusagen etwas, was dann sukzessive aufgelegt wird und eine Debatte, die sozusagen nach Tschernobyl beginnt, die dann in dem nächsten Gesetzgebungsschritt dann dazu geführt hat, sodass man dieses starker Staatgesetz erst dann nachfolgend ergänzt um diese starke Bürgerkomponente, um es mal so zu fragen. Das wäre das ist auch so ein bisschen eine Verständnisfrage. Und dann bitte ich jetzt um mittelkurze Antworten, damit kurze wir Antworten. Dann gut. Zum Essen schließen Kurz können. Kurz und knappe Antworten. Hinsichtlich der Bürgerexpertise lautet meine Antwort wie folgt. Bürgerexpertisen im wissenschaftlichen Bereich sind anders zu bewerten als Bürgerexpertisen im, ich sage es jetzt einmal, postfaktischen Zeitalter, wo ich anfange, in irgendeiner Form mich über Migranten etc. auszulassen. Man kann gerade im Bereich der Wissenschaftlichkeit konstatieren, und das kann ich auch in meinem Beruf eben als Umweltdezernentin, dass sehr schnell Wissenschaftler, promovierte Wissenschaftler sich auf diese Thematik setzen und dann natürlich Daten anfordern, die sie mehr oder minder perfekt interpretieren können.
Ich würde sagen, da gebe ich Ihnen völlig recht, dass Bürgerexpertisen, Wissenschaftlichkeit, Veröffentlichung dann im Internet etc. pp. Mich als Umweltdezernentin in ganz bestimmten Bereichen massiv nerven. Weil, ich kann mit meinen Ingenieuren und mit meinen Umweltinformatikern und mit meinen Biologen und Wasseringenieuren dann nämlich nach Hause gehen, wenn ich in der Zeitung permanent lese, XY hat aber das und das gesagt und XY glaube ich und ich glaube Ihnen nicht. Das heißt, ich sehe das durchaus genauso kritisch wie Sie. Dann kommen wir zu der Frage, dass gegebenenfalls Tschernobyl doch nur ein Katalysator gewesen ist. Nein, im Hinblick auf die Gesetzgebung war es ganz klar ein Wendepunkt. Da gab es zwar natürlich eine Umweltbewegung, gar keine Frage, 1986, aber was im Endeffekt dann gesetzgeberisch umgesetzt worden ist, ist als Wendepunkt zu bezeichnen. Ich denke, das ist auch sehr deutlich geworden dahingehend, dass die Länder und die Gemeinden dann eben ganz massiv ihre Kompetenzen beschnitten worden sind. Kommen wir jetzt noch einmal zur Debatte hinsichtlich der IMIS und RODOS etc. pp. Das Gesetz sieht IMIS bereits vor, aber diese Veröffentlichungen in Bezug auf IMIS und RODOS, die ich problemlos jetzt im Internet einsehen kann, sind natürlich eine Folge des Umweltbewusstseins, das dann in die rechtliche Kodifikation, im Übrigen auch hinsichtlich des Europaparlaments, denn das Umweltinformationsgesetz ist aufgrund einer Verordnung des Europaparlaments erst umgesetzt worden, letztendlich zum Tragen gekommen ist. Das heißt, das Gesetz, das von 1986 ist, hat zwar vorgesehen, dass dort Messungen stattfinden und dass in bestimmten Fällen sicherlich die Bürger dort auch einsehen können, aber dieser Push, der mit dem Internet erfolgte und dann natürlich auch wieder mit dem Bürger als Experten, Klammer auf, vor allen Dingen gepusht durch Wissenschaftler, hat da natürlich einen massiven Einfluss genommen. Ja, nur kurze Rückbemerkung zu Operational. Der Nuclear Industry World Status Report hat deswegen für Anlagen, die über 2 Jahre nicht am Netz waren, eine neue Kategorie eingeführt, um das unterscheiden zu können. Der technische Hintergrund ist, es wird relativ schwierig, Anlagen, die 2 Jahre nicht am Netz waren, wieder ans Netz zu bringen. Als ich hier im Mai in Tokio war, habe ich mit einem der Leute gesprochen, die da kritisch sind. Und der meinte, wenn die überhaupt 10 Anlagen wieder hochfahren können, dann haben sie schon Glück gehabt. Also das muss man dazu als Hintergrund sehen. Offiziell muss es halt eine Mitteilung der japanischen Regierung sein, dass die abgeschaltet sind. Und wenn sie sozusagen nur nicht am Netz sind, ist das eine andere Frage. Aber in dem Fall sind sie ja richtig abgeschaltet und müssen wieder neu hochgefahren werden oder überhaupt neu in Betrieb genommen werden. Zu dem Unterschied Wiehl und Neckar-Westheim, ja, ich hatte ja vielleicht beiläufig gesagt, Wiehl ist nach 8 Jahren härtestem Widerstand in der Region erst bis zur Platzbesetzung gekommen. Und vorher war auch schon das Atomkraftwerk Breisach verhindert worden. Also auch von derselben badisch-elsässischen Bürgerinitiativbewegung. Neckar-Westheim ist insofern nicht ganz vergleichbar, weil dieser lange Vorlauf nicht da ist. Und vielleicht auch für die jüngeren Zuhörer, in der Zeit war das auch so, dass wir in Deutschland einen ziemlichen Kampf unterschiedlicher maoistischer, kommunistischer, sozialistischer Gruppierungen hatten, die dann auch relativ schnell auf dieses Atomthema umstiegen und aufhüpften und versuchten, bei den Demonstrationen sozusagen ihre Prägung aufzusetzen. Ja, das ist dann wieder die Gewalt gegen Sachen-Diskussion, die da eben auch teilweise gemacht wurde. Aber
eben de facto ist praktisch kein anderes Bauprojekt aus der Zeit verhindert worden, außer Wiehl. Ja. Nee, der Brüter, der ist ja weitgehend fertig gewesen. Da lag es eher daran, dass man im Bau das Chor über 10% größer gemacht hatte und danach hätte man klagen können, neue erste Teilerrichtungsgenehmigung, und die hätte man vermutlich nicht gekriegt. Deswegen hat die Landesregierung NRW das gar nicht so weit kommen lassen, dass das ein weiteres Desaster gewesen wäre, wie Mülheim-Kärlich, wo ja wegen dem zu dichten, also weil RWE den Reaktor nicht auf der Spaltlinie, sondern 50 Meter daneben gebaut hat, haben die auch ihre erste TEG verloren und nie wieder gekriegt. Ne? Also das hat die Atomindustrie natürlich auch gewusst, dass das ein Thema ist. Aber von den Leistungsreaktoren in dieser Druckwasser- oder Siedewasserlinie ist das wirklich nur von den Bauprojekten im Westen wie gewesen, was dann nicht ans Netz gegangen, also überhaupt nicht gebaut wurde. Ne? Aber eben auch wegen eines Gerichtsurteils. Das ist ein langes Hin und Her gewesen. Ich meine, es gab damals einen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg namens Filbinger, der den Spruch gemacht hat, ohne Wiehl gehen die Lichter aus. Also das war auf der Ebene die Diskussion damals. Und auch dann die Verhandlungen auf dem besetzten Bauplatz, das war höchste Diplomatie, weil sich Abgeordnete nicht getraut haben, da auf das besetzte Gelände raufzugehen und. Also da könnte man sehr viele Sachen erzählen. Ich wollte nur darauf hinweisen, diese Bauplatzbesetzung ist im Februar 1975, war sozusagen der Anlass, um das Atomthema auf die öffentliche Agenda oder auch auf die weltweite Agenda zu heben. Also insofern hatte das eine Rolle. Allerletzte Bemerkung, was wir nicht gesagt haben, wir hatten auch einen Wendepunkt mit Tschernobyl im bestehenden Parteiengefüge der Bundesrepublik, weil es war ja nur die Grünen, die sozusagen von Anfang an dagegen waren. In der SPD gab es solche und solche. Durch Tschernobyl gab es einen Bundesparteitag und der hat dann gesagt, innerhalb von 10 Jahren steigen wir aus. Ja? Und das lief auch im DGB. Auch der DGB hat beschlossen, wir steigen innerhalb von 10 Jahren aus. Dann gab es aber eben keine Landesregierung mit SPD-Beteiligung, die das machen könnte. Dann kommen wir wieder zu der Entscheidungsfähigkeit, weil die Bundesebene das immer unterlaufen hat und nicht untersagt hat. Also das Muster haben wir die ganze Zeit, auch wenn da der politische Wille da war. Es kam dann erst im Rahmen der rot-grünen Bundesregierung nach 98, dass der Ausstieg, der eigentlich ja schon für 96 von der SPD versprochen war, dann überhaupt erstmal in die Verhandlungen kam. Okay, vielen Dank für diese spannende Diskussion, für die Beiträge, für den Kommentar und das spontane Einspringen bezüglich Belgien. Vielen Dank auch für die tollen Fragen. Ich habe jetzt noch, bevor ich Sie zum Essen entlasse, eine letzte Ansage, die ich eigentlich hatte an den Anfang stellen wollen, aber dann war ich... dieses Buch hier ist herausgegeben von Frau... von Frau Grischejewa. Sagen Sie es selbst, dann kann ich es nicht falsch sagen. Und dieses Buch ist zur Tschernobyl-Hilfs... sagen Sie es einfach, erklären Sie es am besten selbst. Das ist das Vorab-Exemplar jedenfalls. Achso, klar. Entschuldigung. Dankeschön. Ja, ich möchte hier ganz kurz dieses Buch präsentieren. Das ist ein Werk von einem Autor, der 42 Autoren in einem Buch zusammen versammelt hat. Das Buch trägt den Titel, der eigentlich sehr korrespondiert mit Wendepunkt oder Katalysator, der Tschernobyl-Weg,
wo wir verstehen, Tschernobyl wirkt nicht nur der Weg des Leidens und des Leides, sondern auch der Weg der vielen Menschen im Ost und West für die Kinder von Tschernobyl. Dieser Begriff ist seit Jahren schon bekannt und wir wissen, dass die Kinder auch oft ein Katalysator waren, um Veränderungen im Bewusstsein der Menschen zu bewirken. Und unsere Bewegung, ich gehöre auch zu den Mitbegründern dieser Bewegung, stellt fest, dass es ein bisschen nicht so ankommt. Tschernobyl ist mit Opfern und mit Tätern verbunden, aber es gab auch Akteure, die diesen Wendepunkt, diese Aufbruchszeit genutzt haben und die in dieser Zeit sehr viel getan haben für die Veränderungen. Sie waren selbst ein Garten der Hoffnung. Deshalb ist der Untertitel von der Katastrophe zum Garten der Hoffnung, weil die Hoffnung nach Václav Havel ist nicht die Sicherheit, dass alles gut ausgeht, nicht der Optimismus, sondern das Engagement in Gewissheit, dass es Sinn hat, egal wie es ausgeht. Das hat uns beflügelt, viele, viele Jahre lang. Und es ist der erste Versuch, nur über die Akteure in Europa, die vernetzt zusammen in 21 Ländern für die Kinder von Tschernobyl, für die Zukunft von uns allen, das Herz geöffnet haben und sehr, sehr viel getan haben. Ich unterstreiche, das ist der erste Versuch, weil das ist eine Riesenbewegung, wo wir alleine in unserer Vernetzungsorganisation 600.000 Kinder in europäische Länder zur Erholung geschickt haben. Da sind die unzähligen Verbindungen entstanden, unzählige Kontakte von unten nach oben in die Behörden und von den Behörden wieder nach unten zu dem Bürger, wo wir in Belarus auch verstanden haben, dass ohne zivile Gesellschaft, ohne unser eigenes Engagement, ohne Selbsthilfe, wir überhaupt keine Chancen haben, gegen Tschernobyl-Gewalt etwas tun zu können. Und heute wird ein neues, das erste Atomkraftwerk in Belarus gebaut. Die ganze zivile Gesellschaft ist zerschlagen. Der Wendepunkt ist leider auch passiert, nachdem Lukaschenko an die Macht gekommen ist. Und darum geht es auch im Buch. Um den Widerstand, um den Mut der Menschen und um ihre Hoffnung. Und wir haben ein großes Interesse, dass dieses Buch bei Ihnen auf Aufmerksamkeit stößt. Vielleicht auch, dass wir die Möglichkeit haben, dieses Buch zu präsentieren und das Buch als Anlass zu nutzen, um nicht nur um das Engagement zu würdigen, sondern auch, dass wir uns auch immer wieder und neu überlegen, wie wir Widerstand leisten der unsichtbaren Gewalt der Atomkraft. Gut. Das Buch erscheint im Januar, Ende Januar im nächsten Jahr. Das ist Vorabdruck. Wenn Sie möchten, können Sie da ein bisschen hineingucken. Es wird ein bisschen anders mit großen Fotos und mit ein bisschen anderer Gestaltung. Aber erstmal sind wir ganz froh, dass wir das mit Spenden irgendwie geschafft haben, dieses Buch hier präsentieren zu können. Auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist eigentlich auch eine fantastische Überleitung zu den Themen des Nachmittags, die sich sehr viel mit Mittel- und Osteuropa beschäftigen. Und ich wünsche jetzt allen Leuten guten Appetit, würde ich sagen. Wir kommen zusammen dann wieder um 14 Uhr.